Hallo, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten und willkommen zu einer neuen Folge Mythen und Legenden. Heute geht es um den Fall von Mike Mansholt, der bis heute rätselhaft und mysteriös bleibt. Am 8. Juli 2016 machte sich ein 17-jähriger Junge namens Mike Mansholt auf, aus Oldenburg, Niedersachsen, nach Malta zu fliegen, um dort seinen Urlaub zu verbringen. Neben dem Urlaub hat er auch vor, seine Freundin dort zu besuchen. Seine Freundin ist auf Malta aufgrund einem Fremdsprachenkurs. Die erste Zeit verbrachten die beiden in Valletta, die Hauptstadt von Malta. Seine Freundin will dann später zurück nach Deutschland fliegen. Doch Mike lehnt ab und will ein paar Tage mehr auf Malta alleine verbringen. Mike wohnt in einem Hostel in einer kleinen Stadt namens Sliema, der sich auf der östlichen Seite von Malta befand. An einem Tag macht er sich auf in die Stadt Rabat, um dort die unterirdischen Katakomben zu besuchen. Dafür mietet Mike ein Fahrrad und fährt los. Um 10.11 Uhr schickt Mike eine Sprachnachricht an eine unbekannte Person auf WhatsApp. Die Nachricht lautete wie folgt: Gut, ich leihe mir ein Fahrrad aus und fahre heute mit ihm durch Malta. Allerdings sind die Straßen hier so steil, dass man die nur hochlaufen kann. Ich schicke bald ein Foto. Mit dem Fahrrad ist es schwer, aber mich stört das nicht. Es ist eine sportliche Herausforderung und das mag ich. Mike war ein Sportler. Radfahren, Klettern und Tauchen waren seine Spezialitäten im Sport. Diese WhatsApp-Nachricht war das Letzte, was man noch von Mike gehört hat. Ab da verschwand er. Die Polizei auf Malta und die Eltern des Jungen schlugen Alarm, als man Mike lange nicht gesehen und auch nichts von ihm gehört hat. Der Vater von Mike hat später dann von der Situation erfahren und fliegt aus Kroatien, wo er auch auf Urlaub war, nach Malta gemeinsam mit dem Bruder von Mike, Daniel. Während dem Flug dachte der Vater erst, dass Mike vielleicht sich am Flughafen verirrt hat oder sein Flug nach Deutschland hat sich verspätet oder er hat etwas verloren oder wurde eventuell auch von irgendjemandem ausgeraubt. Am 26. Juli, genau 8 Tage nach seinem Verschwinden, bekommt die Polizei von Malta eine anonyme Nachricht über den Fundort des Jungen. Diese anonyme Nachricht wurde nie zurückverfolgt und die Person, die diese Nachricht abgeschickt hat, wurde auch nie gesucht. Die Nachricht führte die Polizei zu den Dingli-Klippen, die sich an der westlichen Seite von Malta befinden. Diese Klippen befinden sich auch nicht weit entfernt von der Stadt Rabat, wo Mike auch vorhatte, mit dem Fahrrad hinzufahren. Schnell wird eine große Anzahl an Suchmannschaften mit Hunden gesammelt und zu den Klippen geschickt. An dem Ort kam auch der Vater des Jungen an. Es dauerte mehrere Stunden, bis man die Leiche von Mike in einer Felsmulde knapp 30 Meter unter dem Gipfel findet. Sein Fahrrad hängt in einem Strauch ein paar Meter weiter oben und etwas weiter weg liegen auch die Sonnenbrille und Schuhe von Mike. Der Vater schaut sich dann die Leiche seines Sohnes an, doch aufgrund der hohen Temperaturen hat sich die Leiche des Jungen so stark zersetzt, dass der Vater nicht in der Lage war, ihn komplett zu erkennen. Dieser Anblick versetzte den Vater in Schock und er fühlte sich versteinert an, wie er es später kommentierte. Bei der Suche fällt er auf, dass der Rucksack von Mike nicht zu finden war. Obwohl die Arbeiter des Hostels bestätigten, dass an dem Tag, wo sie den Jungen das letzte Mal sahen, hatte er den Rucksack dabei. Auch die Bilder der Überwachungskameras des Hostels, in dem er wohnte, zeigen, wie er mit Rucksack das Hotel verlässt. Neben dem Rucksack verschwanden auch sein Handy, ein Samsung Galaxy, eine GoPro-Kamera, Kreditkarte, ungefähr 100 Euro in bar, sein Hut und die Ladebank für sein Handy. Der Vater kam auch zu dem Hostel, wo Mike übernachtete, und wollte schauen, ob sein Sohn vielleicht was in seinem Zimmer hinterließ. Doch das Zimmer wurde schnell geräumt und die Angestellten übergaben die restlichen Sachen von Mike dem Vater. Doch auch da war die GoPro-Kamera nirgendwo zu finden. Mike liebte es, zahlreiche Fotos und Aufnahmen zu machen. Einige davon hat er auch sogar seinem Vater gesendet. Die Polizei kam zu der ersten Vermutung, dass Mike von dem Gipfel abgestürzt ist und dabei auch ums Leben kam. Doch der Fundort der Leiche zerbricht diese Vermutung.
denn die Leiche lag gut verdeckt hinter den Klippen. Die Polizei verzeichnete diesen Fall als einen normalen Unfall und merkte auch an, dass Mike von einer Höhe von 30 Meter runterfiel. Der Arzt, der bei dem Fundort die Leiche untersuchte, sagte dem Vater, dass der Hals von Mike an zwei Seiten gebrochen ist und für Mike war es ein schneller Tod. Die medizinische Untersuchung auf Malta kam zu dem Ergebnis, dass Mike schon 7 bis 8 Tage tot war, als er gefunden wurde, und dass er keine gebrochenen Knochen aufwies, was die Theorie mit dem Fall komplett obsolet macht. Der Zustand des Fahrrads stimmt ebenfalls der Falltheorie nicht ein, da sein Zustand noch gut erhalten war. Am 8. August teilte ein anderer Mediziner dem Vater mit, dass bei der Untersuchung wurde komischerweise keine Anzeichen eines Halsbruchs gefunden. Später bemerkte der Vater, dass die maltische Polizei von ihm verlangte, so schnell wie möglich Malta zu verlassen, was schon sehr komisch war. Nachdem der Leichnam von Malta nach Deutschland überführt wird, stellen die Gerichtsmediziner in Deutschland fest, dass er nur noch 16 Kilo wiegt. Und das Erschreckende kommt später ans Licht. Dem Jungen fehlen eine große Anzahl an Organen. Herz, Lunge, Leber, Bauchspeicheldrüse, eine Niere, Nebennieren, Harnblase, Prostata, Magen, Dünndarm und sogar das Gehirn. Daraufhin erklärte ein Gerichtsmediziner auf Malta, dass Wildtiere die Organe gefressen hatten und das Gehirn hätte sich aufgrund der hohen Temperaturen verflüssigt. Aber die deutschen Mediziner finden keine Bissspuren und dass sich ein Hirn vollständig unter hohen Temperaturen verflüssigt, halten sie für unwahrscheinlich. Außerdem wurde der Leichnam auch überhaupt nicht einbalsamiert. Mike hatte keinen Organspendeausweis und er war auch nicht für eine Organspende oder sonstiges registriert. Die deutsche Untersuchung kam zu der Vermutung, dass Mike Opfer von einem Kriminalfall wurde. Und sie sagen auch, dass die maltesischen Behörden ihre Arbeit sehr mangelhaft gemacht haben. Sie berichteten auch, dass deren Zusammenarbeit sehr zäh war und dass die maltesische Polizei keine weitere Interesse in dem Fall zeigte und den Fall als gelöst verzeichnete. Sie zweifeln auch an der Theorie, dass die Organe von Mike von Wildtieren gefressen wurden. Auch fanden sie die fehlenden Einbalsamierungen der Leiche des Jungen sehr verdächtig. Die Untersuchung sagte auch, dass hätte die Einbalsamierung stattgefunden, dann hätten sie noch weitere Spuren und Hinweise zu dem Tod des Jungen gefunden. Aber den Fakt, dass es nicht gemacht wurde, sind die anderen Spuren für immer verloren gegangen. Der deutsche Obduktionsbericht schließt die Theorie mit dem Fall komplett aus, da es zu unlogisch erscheint und die Leiche des Jungen keine Fallspuren aufweist. Es wird angenommen, dass die medizinische Untersuchung auf Malta die Organe rausnahm und mit dem Fakt, dass die Leiche des Jungen zu stark zersetzt war, es keinen Grund gab, die Organe wieder zurückzubringen. Auch wird angenommen, dass die Organe weitere Hinweise beinhalteten, die den Fall um Mike Weise weiter lösen können. Später, im Jahr 1918, bekommt die maltesische Regierung deutlichen Druck von der deutschen Seite und sie eröffnen den Fall wieder. Der Vater des Jungen bekommt später die Berichtsdokumente seines Sohnes. Doch der Inhalt enttäuscht ihn. Dort wurde nur über den Fundort berichtet. Jegliche Fotos oder Beweise gab es in den Dokumenten überhaupt nicht. Der Vater glaubt daran, dass maltesische Behörden versuchen, so viel wie möglich von dem Fall zu vertuschen, damit daraus kein großer Skandal wird. Jetzt kommen wir zu den bekannten Theorien. Eine Theorie behauptet, dass Mike Selbstmord begangen hat. Doch diese Theorie wird von den Eltern von Mike komplett abgelehnt. Mike hatte eine Freundin. Er liebte das Leben, war der Beste an seiner Schule und hatte eine große Zukunft. Warum soll sich da der Junge plötzlich umbringen? Und falls die Theorie geglaubt wird, wie kann man dann die Sache mit seinen Organen erklären? Wenn Mike vorhatte, von den Klippen runterzuspringen, wie erklärt es dann den Fakt, dass seine Leiche gut verdeckt und auf dem Rücken liegend gefunden wurde? Warum weist sein Körper keine Spuren von Selbstmord? Ich bezweifle, dass Mike sich selbst erwürgt hat. Außerdem hat Mike sogar eine weitere Bezahlung bei einem Hostel gemacht, da er vorhatte, noch lange auf Malta zu bleiben.
Er hatte auch keine psychischen Krankheiten und wies auch keine Anzeichen einer Depression auf. Also für mich ist diese Theorie kompletter Schwachsinn. Eine mehr geglaubte Theorie betrifft den Organraub bzw. den Organhandel. Es wird angenommen, dass Mike Opfer von Kriminellen oder sogar einer Organraubbande wurde, die sich auf Malta befindet. Daraufhin wurde er angegriffen und erwürgt. Und schließlich entfernte man ihm alle wichtigen Organe und später wurde seine Leiche versteckt und alles so inszeniert, damit es wie ein Unfall aussieht. Viele sagen auch, dass die Polizei wusste, was da wirklich geschah und wollte so gut wie möglich alles sehr gut verdecken. Das Haupteinkommen von Malta ist natürlich der Tourismus. Und ein Todesfall eines Touristen wäre schadhaft für das Geschäft und auch das Land. Stellt euch mal vor, Malta berichtet an den Zeitungen und in den Medien, ein deutscher Tourist stirbt, seine Ausrüstung und Organe fehlen. Denkt ihr, viele Touristen würden sich gerne in der Zukunft dann nach Malta wagen? Das ist eine rhetorische Frage und die Antwort ist schon offensichtlich. Und vergesst nicht, dass die Information über den Fundort der Leiche von einer anonymen Quelle kam. Und bis heute ist es unklar, wer es war. Es könnte auch erklären, warum seine Sachen fehlen. Möglicherweise war auf der GoPro-Kamera irgendetwas aufgenommen worden, was ein großer Hinweis für den Fall sein könnte. Dasselbe auch mit dem Handy. Vermutlich wurde Mike erst ausgeraubt und dann umgebracht. Und dann wurden ihm vermutlich die Organe dann auch letztendlich weggenommen. Ich persönlich glaube an die Kriminalität bzw. Organhandeltheorie, weil die anderen Theorien sind für mich eher unlogisch. Wenn Wildtiere zum Beispiel seine Organe gefressen haben, warum haben sie dann nicht die gesamte Leiche gegessen? Warum gibt es bis heute keine Anzeichen darauf, wo sich sein Handy, Kreditkarte mit Geld und seine GoPro-Kamera sich befindet? Warum lag seine Leiche so gut verdeckt und auf dem Rücken? Warum wollte die Polizei von Malta, dass der Vater von Mike so schnell wie möglich Malta verlassen soll? Warum war die Leiche auf Malta nicht einbalsamiert? Warum versuchten die maltesischen Behörden, den Fall so schnell wie möglich abzuschließen? Und warum haben die maltesischen Behörden andere Theorien abgelehnt und den Fall als gelöst gekennzeichnet? Schreibt mir eure Antworten und Vermutungen zu dem Fall in die Kommentare. Der Fall wird noch weiter bei vielen besprochen. Vielleicht werden wir eines Tages dann wirklich erfahren, was dort wirklich geschah. Wir können nur hoffen, dass es passiert. Allein dieser Fall bestätigt den Fakt, dass auch wenn man einen Urlaub in einem Land mit seinen Freunden, Familie oder Geliebten verbringen möchte, muss man eine wichtige Sache immer im Kopf behalten. Seid bitte immer vorsichtig und haltet eure Augen und Ohren offen. Gebt Acht auf euch, eure Freunde, Geliebten und Familie. Es kann alles passieren. Und es ist besser, immer vorsichtig zu sein, als auf ein Risiko zu gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Mythen und Legenden. Bis dann und schönen Tag noch.